John Straffen starb im Jahr 2007 nach 55 Jahren und 3 Monaten Gefangenschaft. Damit hat er die längste Haftstrafe in der Geschichte Großbritanniens verbüßt. Es war einer der kontroversesten Gerichtsprozesse des Königreiches. Denn bis heute ist nicht sicher, ob Straffen überhaupt in der Lage war, sein Schicksal zu begreifen. John Thomas Straffen wurde am 27. Februar 1930 in Borden, Hampshire, geboren. Obwohl seine Mutter ihn als ruhigen und friedlichen Jungen beschrieb, war seine Sprachentwicklung deutlich verzögert. Und bald wurden auch andere Lernbehinderungen deutlich. John wandelte sich langsam aber sicher zu einem schwer erziehbaren Kind. Ein Erziehungsbeistand wurde zugezogen, da John begann zu stehlen und die Schule zu schwänzen. Er wurde in seiner Jugend zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt, nachdem er einer Frau die Handtasche geklaut hatte. Sein Bewährungshelfer, Sidney Harding, sagte, er sei nicht sicher, ob der Junge überhaupt verstand, was Bewährung bedeutete. Mr. Harding hatte im Laufe seiner Karriere mit vielen straffällig gewordenen Jugendlichen gearbeitet, doch irgendetwas an John Straffen war anders. Seine Intelligenz war nicht auf einem vergleichbaren Level mit anderen Kindern seines Alters. Nichts vom Schulunterricht schien bei ihm hängen zu bleiben, was im ersten Moment in den Ohren vieler Eltern nicht ungewöhnlich klingt. Doch Straffen schien auch den Unterschied zwischen richtig und falsch nicht zu begreifen. Johns Mutter war nicht kooperativ, was Hilfsangebote für ihren Sohn betraf. Darum brachte Harding den Jungen schließlich selbst zu einem Psychiater. Die Psychologie in der damaligen Zeit war nicht das, was sie heute ist. Die Diagnose war daher simpel. John Straffen wurde für schwachsinnig erklärt. In Deutschland waren die Begriffe Schwachsinn und Idiotie sogar noch bis zum Jahre 2001 rechtlich in Gebrauch, bevor sie durch den Begriff Intelligenzminderung ersetzt wurden. Tests zufolge lag Johns IQ bei 58. Zum Vergleich, der Durchschnitt beim Menschen ist 100. Gorillas liegen im Schnitt zwischen 60 und 70. John wurde auf das St. Joseph's Internat für, Zitat, geistig fehlerhafte Kinder geschickt. Obwohl seine Lehrer ihn als freundliches, gar liebevolles Kind beschrieben, sagte John selbst, er hasse die Schule, weil er manchmal bestraft wurde. Er schmollte oft stundenlang, wenn man ihn schimpfte. Freunde fand er keine. 1946, im Alter von 16 Jahren, kehrte John nach Hause zurück und wurde erneut psychologisch untersucht. Das Ergebnis war, dass sich sein geistiger Zustand nicht gebessert hatte. Diesmal entging John jedoch einer überwachten Unterbringung und schaffte sogar den Schritt in ein eigenständiges Leben. Er fand eine Wohnung und einen Job in einer Textilfabrik, kündigte jedoch ein Jahr später, als sein Leben begann, aus dem Ruder zu laufen. Er begann, in Häuser einzubrechen, verkaufte seine Beute jedoch nicht, sondern hortete sie wie einen Schatz. Im Jahre 1947 zeigte ein 13-jähriges Mädchen einen älteren Jungen namens John wegen Vergewaltigung an. Er hatte ihr den Mund zugehalten und gefragt, »Was würdest du tun, wenn ich dich töte? Ich hab's schon einmal getan.« Der Name John ist in England keine Seltenheit, sodass der Täter nicht ermittelt werden konnte. Die Polizei verhaftete John dennoch kurz darauf, weil er 5 Hühner eines Mannes getötet hatte, mit dessen Tochter er einen Streit gehabt hatte. Es war nicht der erste Fall dieser Art. 3 Jahre zuvor war John bereits verdächtigt worden, 2 Gänse eines Lehrers erdrosselt zu haben, der ihn geschimpft hatte. Zu dieser Zeit hatte man John auch bereits mit einigen Einbrüchen in der Gegend in Verbindung gebracht. Bei seiner Vernehmung berichtete John vollkommen unbekümmert von 13 weiteren Einbrüchen, die er begangen hatte. John Straffen kam in Haft und wurde erneut von einem Psychologen untersucht, der ebenfalls zur gleichen Diagnose kam. Angeborener Schwachsinn. Er wurde in die Hotham Idiot Colony in Bristol verbracht, eine Institution, die dafür da war, geistig behinderte Straftäter auf normale Verhaltensweisen zu trainieren, damit diese in ein normales Leben ohne Sicherheitsrisiken für die Bevölkerung entlassen werden konnten. John benahm sich vorbildlich und kooperativ, und da die Ärzte nur von den Einbrüchen und nichts von Tiertötungen und einer mutmaßlichen Vergewaltigung wussten, attestierten sie, dass John keine Gefahr für sich oder andere war. Im Jahre 1951 wurde er in die Obhut seiner Mutter entlassen. Nach seinem 21. Geburtstag wurde in einer weiteren psychologischen Untersuchung festgestellt, dass sein Geisteszustand nun dem eines 10-Jährigen entspräche und er weiterer Überwachung bedürfe. John war alles andere als glücklich darüber. Er hasste Autoritäten und alle, die ihm sagten, was er zu tun und zu lassen hätte. Außerdem wollte er Rache an der Polizei, die er als Ursache für seine Probleme sah. Noch am gleichen Tag seiner psychologischen Untersuchung wurde in Windsor die Leiche der 7-jährigen Christine Butcher gefunden.
Sie war mit dem Gürtel ihres eigenen Regenmantels erdrosselt worden. John Strephon war fasziniert von dem Ärger, den der unaufgeklärte Fall der Polizei einbrachte. Und es brachte ihn auf eine Idee, wie er sich an der Polizei rächen könnte. Am 16. Juli 1951 war Strephon auf dem Weg ins Kino, als er die 5-jährige Brenda Goddard in ihrem Garten Blumen pflücken sah. Er erzählte dem jungen Mädchen, dass er wisse, wo noch viel schönere Blumen wuchsen. Womöglich vertraute sie John wegen seines eigenen kindlichen Wesens, sodass sie sich von ihm über den Zaun heben und zu einem Feld führen ließ. Laut John stolperte Brenda dort und stieß sich den Kopf an einem Stein. Selbst wenn dies die Wahrheit gewesen wäre, war es doch keine Erklärung dafür, dass John die Hände um ihren Hals legte und das kleine Mädchen erdrosselte, bevor er seinen Weg fortsetzte und wie geplant ins Kino ging. Aufgrund seiner Vorgeschichte war Strephon einer der Verdächtigen. Nachdem die Polizei sich bei seinem Arbeitgeber über John erkundigte, wurde er entlassen, was seinen Gefühlen gegenüber der Polizei nicht gerade zuträglich war. Brendas Mutter berichtete, sie hätte einen jungen Mann die Straße entlanglaufen sehen, als sie auf der Suche nach ihrem Kind war. Strephon gab zu, dass er dies gewesen war, doch das war natürlich nicht genug für einen Haftbefehl. Am 8. August des gleichen Jahres ging Violet Cowley, die Frau eines Polizisten, mit ihrem Hund spazieren, als sie einen jungen Mann in einem blauen Anzug mit einem kleinen Mädchen in einem Feld sah. Da sie den Fall Brenda Goddard aus den Medien und von ihrem Mann gut kannte, merkte sie sich das Gesicht des Mannes. Sie erzählte ihrem Mann, was sie gesehen hatte, doch diese simple Beobachtung war kein Grund für eine Fahndung. Immerhin hätten es auch Vater und Tochter auf einem Spaziergang sein können. Später fand man heraus, dass der Mann John Strephon und das Mädchen die 9-jährige Cecily Bathstone gewesen waren. John hatte Cecily im Kino bei einer Kindervorstellung getroffen und sie überredet, mit ihm noch in einen anderen Film, in ein anderes Kino zu gehen. Sie nahmen den Bus und stiegen in der Nähe des Feldes aus, wo sie nicht nur von Mrs. Cowley, sondern auch von einem jungen Pärchen gesichtet wurden, das im Feld spazieren war. Als die Leute außer Sicht waren, erwürgte John Cecily und ließ ihre Leiche offen im Feld liegen. John waren scheinbar nicht nur seine Opfer egal, sondern es interessierte ihn auch wenig, dass er von Zeugen mit ihnen gesehen wurde. Dies unterstreicht die These seiner Psychiater, dass John den Unterschied zwischen richtig und falsch nicht begriff. Am nächsten Morgen wurde die 9-jährige Cecily als vermisst gemeldet. Violet Cowley führte die Polizei zu dem Feld, an dem sie den Mann und das Mädchen gesehen hatte. Die Leiche des Mädchens war nicht schwer zu finden. Violet gab eine Beschreibung des Mannes, den die Beamten sofort als John Strephon vermuteten. Als die Polizei ihn zur Befragung abholte, gab er offen zu, ein Mädchen im Kino getroffen zu haben und mit ihr zu dem Feld gefahren zu sein. Laut seiner Fassung jedoch hätte das Mädchen gesagt, sie sei müde und habe sich in das Feld zum Schlafen gelegt. Er habe sie schlafen lassen und sei nach Hause gegangen. Da die Beamten John kannten, ließen sie ihn für eine Weile allein im Vernehmungsraum und stellten dem geistig zurückgebliebenen Mann die exakt gleichen Fragen ein zweites Mal. Diesmal gab John nicht nur ohne Umschweife zu, das Mädchen erdrosselt zu haben, sondern erzählte auf Nachfrage auch, das Gleiche mit Brenda Goddard gemacht zu haben. Ein Polizist fragte John, ob er wisse, wie schwerwiegend seine Taten waren. John lachte und sagte, »Ist es euch nicht klar? Die Mädchen sind tot und ihr könnt nicht beweisen, dass ich es war. Sie haben mich vielleicht auf dem Feld gesehen, aber niemand hat gesehen, wie ich sie getötet habe.« John schien nichts von Fingerabdrücken oder weiteren Methoden der Forensik zu wissen, sondern berief sich wie ein kleines Kind darauf, dass man nichts beweisen könne, wenn es niemand gesehen hat. Am 17. Oktober 1951 begann Strephons Gerichtsverhandlung. Obwohl er keine Reue zeigte, wirkte er doch wie ein Kind, das geschimpft wird. Das Kinn auf die Brust gesunken, die Augen auf den Boden fixiert. Es schien, als verstünde er wenig von den Ausführungen der Anwälte, Forensiker und Zeugen. Auch seine Psychiater wurden gehört. Der Richter Roland Oliver sagte im Anschluss daran zur Jury, »In diesem Land verurteilen wir keine Verrückten. Man könnte genauso gut ein Baby verurteilen. Wenn ein Mann nicht verstehen kann, was um ihn herum geschieht, kann er auch nicht verurteilt werden.« Anstatt einer Haftstrafe wurde Johns lebenslange Unterbringung in der Psychiatrie Broadmoor Hospital angeordnet. John fügte sich gut ein, fand zum ersten Mal in seinem Leben Freunde und verbrachte seine Tage mit Hausarbeiten und Kartenspielen. Doch sein Hass auf die Polizei und sein Wunsch, ihnen Ärger zu machen, blieb. John gelang schließlich, was in der 100-jährigen Geschichte der Klinik noch niemand geschafft hatte.
Als John an der Reihe war, in seinem Klinikflügel zu putzen, gab er vor, seinen Staublappen draußen ausschütteln zu müssen. Da John sich bis dahin vorbildlich benommen hatte, sah die Aufsicht keinen Grund, ihn dies nicht tun zu lassen. Draußen kletterte John auf einen Schuppen und erklomm im Anschluss daran die 3 Meter hohe Mauer, die das Gelände umgab. Von dort sprang er nach unten und blieb auf wundersame Weise unverletzt. Auf der Außenseite waren es bis zum Boden fast 10 Meter. Dass er sich als erster Mensch in 100 Jahren überhaupt getraut hatte, diesen Fluchtweg zu nehmen, wird auf seine mangelnde Intelligenz zurückgeführt. Es dauerte nur 4 Stunden, um John wieder einzufangen. Doch das gab ihm genug Zeit für einen weiteren Mord. Straffen lief durch Wälder, kletterte über Zäune und stapfte durch fremde Gärten und kam ca. 10 Kilometer weit, bis in eine kleine Ortschaft namens Farley Hill. Dort fuhr die 5-jährige Linda Boyer gerade mit ihrem Fahrrad über die Hauptstraße. John stoppte das Mädchen und erzählte ihr, er sei ein Freund ihres Vaters und dass er mit ihr Tee trinken sollte, bis dieser nach Hause kam. Er führte das Mädchen zu einem Feld und erdrosselte sie, genau wie die letzten beiden Opfer. Zu diesem Zeitpunkt war sein Fehlen bereits bemerkt worden und eine groß angelegte Fahndung nach ihm war im Gange. John Straffen wurde kurz darauf von Beamten aufgegriffen, als er mit einer Gruppe Kinder hinter einem Pub stand. Am nächsten Morgen wurde Lindas Fahrrad entdeckt, nur wenige Meter entfernt von dem Feld, in das John sie geführt hatte, und von ihrer Leiche. Die Polizei fuhr umgehend nach Broadmoor. Auf die Frage der Beamten, ob er irgendetwas angestellt hätte, während er draußen war, antwortete er: Ich habe niemanden umgebracht, falls ihr das meint. Ich habe das Mädchen mit dem Fahrrad nicht getötet. Die Beamten hatten Linda mit keinem Wort erwähnt. Und so stand John erneut wegen Mordes vor Gericht. Da die Öffentlichkeit so empört darüber war, wie leicht John entkommen und erneut töten konnte, wurde John nun doch bis zur Verhandlung ins Gefängnis gebracht, um eine erneute Flucht zu verhindern. Diesmal war es an der Jury zu entscheiden, ob John zurechnungsfähig sei oder nicht. Die Beweislast war erdrückend. Ein weiterer Psychologe, mit dem Straffen für diesen Gerichtsprozess reden musste, gab an, dass Straffen ihm gesagt hatte, Mord sei falsch, weil es verboten ist und eines der 10 Gebote ist. Dies bewies scheinbar, dass John Straffen sehr wohl richtig von falsch unterscheiden konnte. Die Jury befand ihn daher voll schuldfähig. John Straffen wurde zum Tode verurteilt. Seine Hinrichtung wurde für den 4. September 1952 anberaumt, doch Straffen würde sie nicht antreten müssen. Die Zeitungen begannen öffentlich zu hinterfragen, ob die Hinrichtung eines geistig Zurückgebliebenen moralisch vertretbar sei. Ein MRT an Johns Gehirn im Jahre 1951 zeigte deutliche Fehlentwicklungen im zerebralen Kortex, wahrscheinlich zurückzuführen auf eine schlecht ausgeheilte Syphilis-Infektion als Kind. Manche Zeitzeugen vermuteten, dass John sagte, Mord sei falsch, weil er wusste, dass andere Menschen diese Aussage erwarteten und nicht, weil er es tatsächlich verstand. Diese Umstände, gemeinsam mit der wachsenden Bewegung gegen die Todesstrafe, führten schließlich dazu, dass Johns Urteil in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wurde. Während seiner Haft war Straffen in einen weiteren Ausbruchsversuch verwickelt, obwohl Ermittlungen hierzu ergaben, dass andere Gefangene den zurückgebliebenen Mann lediglich als Ablenkung nutzen wollten. Obwohl es in den 90ern und frühen 2000ern mehrere Gnadengesuche gab, starb John Straffen im Alter von 77 Jahren in Gefangenschaft. John Straffen hatte rekordverdächtige 55 Jahre, 3 Monate und 26 Tage hinter Gittern verbracht. Die bis dahin längste Haftzeit in Großbritannien. Bis zum nächsten Mal bei Curiosum Mensch.